Unserer Kirche miteinander begehen dürfen zu ungewohnten Zeiten. Das Antworten jetzt gerade mit dem Mundschutz ist nicht ganz leicht. Trotz allem sind wir froh und dankbar, dass wir diesen Tag miteinander feiern können, wenn auch eben zu etwas besonderen Bedingungen. Ich freue mich, dass doch viele gekommen sind und dass wir unseren Kirchenpatron, den heiligen Martin, ehren können mit dieser Eucharistiefeier. Martin, das Beispiel des Teilens, das uns durch ihn immer wieder neu vor Augen gestellt wird, hier vorne im Altarraum ist diese Szene dargestellt, der Mantelteilung, wie er dem Bettler die Hälfte seines Mantels überreicht. Teilen, ein Zeichen der Nächstenliebe, zu der wir alle auch aufgerufen sind in unserem Leben. Das heutige Tagesevangelium mag im ersten Moment dagegen sprechen. Ich
werde allerdings in meiner Ansprache das dann mit einer anderen Brille beleuchten, sodass es sehr gut zum heutigen Tag auch passt. Es wird nicht passend gemacht, sondern es passt wirklich. Wir dürfen nun Gott in unserer Mitte wissen. Er ist unter uns. Er nimmt alles von uns, was uns eng werden lässt. Er möchte uns zu seiner Liebe frei machen. Und so dürfen wir ihn im Kyrie nun um sein Erbarmen anrufen. Er nehme alles von uns, was uns trennt von ihm, und er führe uns einmal zu sich zum ewigen Leben. Amen. So dürfen wir Gott loben und preisen. Thank you.
heilige Bischof Martin hat dich in seinem Leben und in seinem Sterben verherrlicht. Lass auch in uns die Macht deiner Gnade wirksam sein, damit weder Tod noch Leben uns von deiner Liebe trennen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder, Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Strahlend und unvergänglich ist die Weisheit. Wer sie liebt, erblickt sie schnell, und wer sie sucht, findet sie. Denen, die nach ihr verlangen, kommt sie zuvor und gibt sich zu erkennen. Wer sie am frühen Morgen sucht, braucht keine Mühe. Er findet sie vor seiner Türe sitzen. Über sie nachzusinnen, ist vollkommene Klugheit. Wer ihretwegen wacht, wird schnell von Sorge frei. Sie geht selbst umher, um die zu suchen, die ihrer würdig sind. Freundlich erscheint sie ihnen auf allen Wegen und kommt ihnen entgegen bei jedem Gedanken. Wort des lebendigen Gottes.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Schwestern und Brüder, wir wollen euch über die Entschlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen. Wort des lebendigen Gottes. Danke sei. Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich wird es sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen ihre Lampen Die Klugen aber nahmen mit ihren Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf: Siehe, der Bräutigam, geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen: Dann reicht es nicht für uns und für euch. Geht lieber zu den Händlern und kauft es euch. Während sie noch unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen und sprach: Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.
Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Schwestern und Brüder in Christus, liebe Ministrantinnen und Ministranten, ja, das Evangelium, das wir jetzt gerade gehört haben, ich habe es eingangs schon ganz kurz angedeutet, mag im ersten Moment vielleicht nicht ganz so zu dem Stichwort Teilen passen, das wir eigentlich mit unserem Kirchenpatron St. Martin verbinden. Da ist die Rede von diesen klugen Jungfrauen. Von Klugheit und Weisheit war auch schon in der ersten Lesung die Rede. Und man könnte jetzt fast den Eindruck haben, es wäre klug, nicht zu teilen. Das Öl hätte aber doch eigentlich wahrscheinlich doch für 10 gereicht. Wenigstens, um bis in den Hochzeitssaal zu kommen. Aber diese Klugen haben mit den Vergesslichen scheinbar kein Erbarmen, kein Mitleid. Hätte Martin das auch so getan? Ein bisschen können einem die törichten Jungfrauen ja schon leid tun, denn wie oft geht es uns selber so? Ich versuche ja, in meinem Alltag vorausschauend zu denken, dass ich plane und sage, ja, da brauchst du das, da brauchst du jenes, da brauchst du Sell, das musst du dabei haben. Aber wie oft merken wir, Pustekuchen, es klappt einfach nicht. Am vergangenen Sonntag habe ich in Langenrhein Allerheiligen gefeiert. Und als wir aus der Kirche gingen, um zum Friedhof auf den Gräberbesuch zu gehen, regnete es. Und wer hat was nicht dabei? Der Pfarrer hat keinen Schirm. Ich war dankbar, dass aber dann da Menschen waren, die mit mir ihren Schirm teilten und ich nicht wie ein begossener Pudel da im Regen stand. Wir kennen das, solche Situationen, dass wir auch nicht immer alles auf den Blick haben, vorausdenken. Dieses Evangelium scheint nicht zu diesem Tag heute zu passen. Aber es gibt ein Wort der heiligen Mutter Teresa von Kalkutta, die, glaube ich, auch zunächst mit diesem Evangelium mal auseinandersetzen musste. Und die hat etwas gesagt, was uns helfen kann, das Evangelium richtig zu deuten und zu lesen. Sie sagte, die Öltropfen in den Lampen sind die kleinen Dinge im täglichen Leben. Treue, kleine freundliche Worte, ein Gedanke an andere, unsere Art zu schweigen, zu sprechen und zu handeln. Das ist das Öl. Dieser Gedanke von Mutter Teresa öffnet, denke ich, die Tür zu diesem Evangelium. Und schauen wir einmal ganz genau hin. Jesus spricht in diesem Evangelium nicht im Präsens, nicht in der Gegenwart, sondern er sagt, mit dem Himmelreich wird es sein.
Er spricht von der Zukunft, von unser aller Zukunft, von unserem Weg in Gottes lichtvolle Ewigkeit, in den Hochzeitssaal der ewigen Freude bei Gott. Es ist ein endzeitlicher Text, den wir hier gegen Ende des Kirchenjahres hören, der uns auf das vorausweist, was wir erwarten dürfen. Die Lesung aus dem Thessalonicher Brief hat das auch schon bereits angedeutet. Die Lichter, die uns dahin den Weg weisen, die großen Kronleuchter, die in diesem Saal des Himmels das Licht dann letztlich geben, das sind eben die kleinen Dinge in unserem alltäglichen Leben, hier und jetzt auf Erden. Das ist unsere Art, mit anderen umzugehen, unser Mitfühlen, unser Mitfreuen mit den anderen. Unsere Art, wie es Mutter Teresa sagt, zu schweigen, zu reden und zu handeln. Das ist unsere ganz eigene Lebensgeschichte, die eben nur jeweils einem Einzelnen gehören kann und die dann all jene betrifft, mit denen der Einzelne sein Leben so geteilt hat, damit er Licht im Leben der anderen wurde. Die durch Liebe, Verlässlichkeit und Hingabe eben anderen Licht gebracht haben. Dieses Öl können wir nicht mehr teilen, weil es unser je ureigenes Lebensöl ist, das uns am Laufen und Leben hält und hielt. Das ist unsere ganz persönliche Art, die uns ebenso einmalig macht. In den Augen Gottes, in der Erfahrung von den Menschen, die mit uns leben und kämpfen, die mit uns sich freuen, aber auch mit uns leiden. Dieses Öl in unseren Lebenslampen, das ist unsere ureigene Lebensgeschichte, die eben einmalig ist und nicht auf einen anderen übertragen werden kann und damit auch nicht geteilt werden kann. Die törichten Jungfrauen, sie haben nicht vorgesorgt in ihrer Lebensgeschichte, um reich zu werden für den Himmel, um Licht zu sein, das bis in die Ewigkeit hineinstrahlt. So gesehen kann man den klugen Jungfrauen keinerlei Vorwurf machen, dass sie nicht bereit sind zu teilen. Denn man kann schlecht etwas teilen, was man ein Leben lang schon geteilt hat, ein zweites Mal teilen. Diese klugen Jungfrauen haben vorgesorgt. Sie haben ihr Leben bislang bestritten, indem sie geteilt haben, durch ihre Lebenserfahrung gezeigt, wie es geht. Aber die Törichten haben nichts aus deren Beispiel gelernt. Am Ende des 25. Kapitels, aus welchem der heutige Abschnitt stammt, spricht dann der Evangelist Matthäus vom Weltgericht. Diesen Text werden wir in 2 Wochen am Ende des Kirchenjahres am Christkönigssonntag hören. Und es ist im Übrigen auch der Eigentext des heiligen St. Martin. Dort sagt der Weltenrichter: Was ihr einem meiner geringsten Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, denke, dank der Worte von Mutter Teresa können wir besser verstehen, dass wir alle den Hochzeitssaal der Ewigkeit bei Gott füllen mit dem schönsten Licht, das sich auf Erden sammeln lässt.
indem wir es nämlich so machen, wie es unser Patron vorgemacht hat. Die Liebe zu lieben, Nächstenliebe zu teilen, zu helfen, Mut zu machen oder auch einmal zu schweigen, wo das Schweigen angebracht ist. Damit sammeln wir unser Lebensöl für das Licht in der Ewigkeit. Und somit, was ihr einem der geringsten Menschen getan habt, das habt ihr mir getan. Amen. So lasst uns miteinander nun den Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Glaube an den Heiligen Heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, das ewige Leben. Treuer Gott, komm uns entgegen mit deiner grenzenlosen Liebe. Sie macht unsere Herzen frei, offen und weise. Dich bitten wir. Um Weisheit und Wachsamkeit bitten wir im Umgang mit deiner Schöpfung und mit unseren Mitmenschen, damit alles Lebendige wachsen und gedeihen kann. Wir bitten dich, erhöre uns. Um Weisheit und Wachsamkeit bitten wir für die Politikerinnen und Politiker weltweit, damit sie Entscheidungen treffen, die auf die Bedürfnisse der Menschen achten und den Erfordernissen der Krise gerecht werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Um Weisheit und Wachsamkeit bitten wir in unseren persönlichen Sorgen und Nöten, damit wir zu hilfreichen Lösungen finden. Wir bitten dich, erhöre uns. Um Weisheit und Wachsamkeit bitten wir speziell für die Frauen, die sich für Veränderungen in der Kirche einsetzen, damit sie auch angesichts von Rückschlägen und Anfeindungen in der Nachfolge Christi kraftvoll weitergehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Um Weisheit und Wachsamkeit bitten wir für unsere Gemeinde, damit wir dem Beispiel unseres Kirchenpatrons St. Martin folgen und unsere Lebenslampen stetig füllen, indem wir füreinander zum Licht werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Um Weisheit, um Hoffnung, um Beistand bitten wir. Für uns und für alle, für die wir in dieser Stunde beten. Dich ehren wir in Ewigkeit. Amen. Thank you.
uns beten. Allmächtiger Gott, heilige die Gaben, die wir am Fest des heiligen Martin voll Freude vor dein Angesicht bringen. Gib, dass dieses Opfer in guten und bösen Tagen unserem Leben die Richtung gebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und am Fest des heiligen Martin deine Größe zu rühmen. Sein Leben aus dem Glauben ist uns ein Vorbild. Die Botschaft seiner Predigt belehrt uns, seine Fürbitte erwirkt uns Schutz und Hilfe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Erheilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beimal das Brot und sagte dir Dank. Brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist das Geheimnis unseres Glaubens.
deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben, mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, vollende deine Kirche im Glauben und in der Liebe. Unseren Papst Franziskus und unseren Erzbischof Stephan, alle Bischöfe, Priester, Diakone und Ordenschristen, alle Frauen und Männer, Jugendliche und Kinder und das ganze Volk, das du dir erworben hast. Öffne unsere Augen für jede Not. Gib uns das rechte Wort, wenn Menschen Trost und Rat suchen. Hilf uns zur rechten Tat, wo Menschen uns brauchen. Lass uns denken und handeln nach dem Wort und Beispiel Christi. Mache deine Kirche zu einem Ort der Wahrheit und der Freiheit, des Friedens und der Gerechtigkeit, damit die Menschen neue Hoffnung schöpfen. Vater, erbarme dich unserer Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Lass sie dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Heute beten wir für Albert und Clara Leible. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und Märtyrern, mit unserem Kirchenpatron, dem heiligen St. Martin und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Sind es. Als solche dürfen wir nun auch miteinander beten, wie Jesus selbst es uns auch gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Jesus sandte mit diesen Worten seine Jünger hinaus, um diesen Frieden zu leben in der Welt. Wir sind heute seine Jüngerinnen und Jünger. Wir sollen den Frieden, die Nächstenliebe teilen, so wie es auch der heilige Martin vorgelebt hat. So wollen wir bitten. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Schwächen und Fehler, sondern unseren Glauben und den Glauben deiner ganzen Kirche. Und schenke uns, die wir miteinander diese Kirche bilden, nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn, er sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Jetzt habe ich dem Diakon das Wort gestohlen, aber es gilt trotzdem. Wir teilen es uns, genau.
Jesus Christus, der sich zerbrechen ließ, damit wir nicht zerbrechen müssen. Herr, Amen. Ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Schwestern oder Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. So spricht der Herr. Der Leib Jesu Christi. Zum Kommuniongang bitte ich Folgendes zu beachten. Wir werden zu zweit die Kommunion austeilen, in der Mitte und jeweils dann abwechselnd in den Seitenschiffen. Parallel geht es heute so, dieser Block in der Mitte kommt bitte zuerst von der ersten bis zur letzten Reihe über den Mittelgang nach vorne und durch den Seitengang zurück. Und parallel, dass dieses Seitenschiff durch den inneren Gang und außen zurück. Und dann kommt hier der mittlere Teil dran über die Mitte und so wieder zurück. Und parallel das zweite Seitenschiff über den inneren Gang und außen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
kann die Lampe nicht brennen. Ohne Brot kann der Mensch nicht leben. Wir haben Brot empfangen, das Brot, das Jesus selber ist. Das Brot, das Leben schenkt, damit wir Kraft haben. Das Brot, das Licht schenkt, damit wir Freude haben. Das Brot, das Liebe schenkt, damit wir Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott und untereinander. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, in diesem Mahl hast du uns das heilige Brot gereicht als Zeichen der Einheit und als Erweise deiner Vatergüte. Hilf uns nach dem Vorbild des heiligen Martin, deinen Willen zu tun, damit wir gleich ihm, dir wahrhaft angehören. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Ich darf Sie bitten, noch einmal Platz zu nehmen. Es war auch im Papbrief gestanden, dass heute die bisher lang gedienten Pfarrgemeinderätinnen und Räte aus der Pfarrei St. Martin verabschiedet werden oder bedankt werden, die eben über längere Zeit dort auch tätig waren. Und das sind heute drei Personen für unsere Pfarrei, nämlich die Franziska Schmid, die schon hier vorne ist, dann ist es die Adelheid Schweikart und der Felix Streibert. Ich weiß nicht, ob er da ist, der darf ich alle drei bitten, mal kurz nach vorne zu kommen. Und den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden darf ich dazu bitten, Dieter Kreiter. Immer wieder wichtig, dass wir, wenn eine Zeit zu Ende geht, auch zurückschauen und dankbar zurückschauen. Die beiden haben sich in unserer Pfarrei mit eingebracht im Pfarrgemeinderat. Frau Schmid, Sie waren 15 Jahre lang im Gremium angehörig, haben dreimal für drei Legislaturperioden Ja gesagt, um sich in Dienst nehmen zu lassen und gemeinsam mit den anderen Pfarrgemeinderätinnen und Räten eben hier die Geschicke unserer Pfarrei St. Martin, dann zusammen mit St. Gallus und letztlich dann in der großen Kirchengemeinde Wolmatingen-Allensbach auch mit St. Nikolaus und St. Josef zusammen in den vergangenen 5 Jahren die Entscheidungen zu treffen, die Weichen zu stellen und eben diesen Weg auch nach vorne zu gehen. Da steckt viel Engagement dahinter, da sind viele Sitzungen, viele Termine, die man wahrnehmen muss und darüber hinaus kommt noch ganz viel anderes, was Sie eben dann jeweils in der eigenen Pfarrei auch mitgetan haben, bedacht haben und durchgeführt haben. Dafür möchte ich Danke sagen. Und nicht nur ich, sondern die ganze Pfarrei, die ganze Kirchengemeinde. Und ich habe für alle ausscheidenden Pfarrgemeinderätinnen und Räte eine kleine Dankurkunde auch verfasst. Die hat dann den gleichen Wortlaut. Frau Schweikert, auch Ihnen möchte ich danken. Sie waren nicht so lange, keine 15 Jahre dabei. Es war
ein Jahr, aber wir kennen ja das Gleichnis von Jesus. Es kommt nicht darauf an, wie lange ich irgendwo drin bin, sondern letztlich die Grundeinstellung, die Bereitschaft, Ja zu sagen, sich in Dienst nehmen zu lassen. Und dazu waren auch Sie bereit. Sie sind eben vor einem Jahr nachgerückt, als wir den Todesfall leider hatten im Pfarrgemeinderat, sind Sie da als Nachrückerin eben hineingekommen in den Pfarrgemeinderat und haben noch dort mitgewirkt. Dankurkunde. Die römisch-katholische Kirchengemeinde Wohlmatingen in Allensbach dankt Frau Franziska Schmid für 15 Jahre ehrenamtliches Engagement im Pfarrgemeinderat und wir wünschen Ihnen für Ihren weiteren Weg gottesreichen Segen. Wohlmatingen in Allensbach im November 2020 von uns beiden unterschrieben, Dieter Kreiter als neuem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden und die gleiche Urkunde dann für ein Jahr, Frau Schweikert, geht dann auch an Sie. Dieter, wenn du es dann gleich übergeben darfst. Und ich möchte den Dank mit einem Präsent noch deutlich machen. Ich habe eines schon einmal vorher ausgepackt, jetzt geht es nicht mehr auf. Das ist immer so, wenn was dann funktionieren soll, tut es nicht. So, nämlich eine kleine Erinnerung, ein Dankeschön, eine Schieferplakette mit einem eingeschliffenen Kreuz und darauf steht der Spruch, der Herr segne und behüte dich. Und diese Schieferplakette mit einem kleinen, mit einer kleinen Expertise darf ich Ihnen auch übergeben. Alles, alles Gute und Gottes Segen wünschen für die kommende Zeit. Und Sie beide werden der Kirchengemeinde erhalten bleiben. Dessen bin ich mir sicher. Denn Sie sind vielfältigerweise auch anderweitig aktiv als Lektorin, als Kommunionhelferin. Frau Schweikert mit der Flötengruppe auch immer wieder hier, dass Sie den Gottesdienst mitgestalten und noch manches mehr. Ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement. Und das ist auch das Dankeschön der Gemeinde. Ja, wenn eine Zeit zu Ende geht, beginnt immer wieder gleichzeitig auch eine neue. Wir hatten unter etwas eigenartigen Bedingungen in diesem Jahr ja die Pfarrgemeinderatswahl, die zum Teil, also zuerst mal noch verschoben werden musste, dann fand sie als Briefwahl statt, es war während des ersten Lockdowns. Ja, die erste Sitzung hat lange auf sich warten lassen, bis es dann soweit war. Aber wir haben eben auch für unsere Kirchengemeinde drei neue Frauen und Männer, die eben bereit waren, sich aufstellen zu lassen und die auch in den Gemeinderat hinein gewählt wurden. Die drei darf ich, wenn sie da sind, zwei habe ich auf alle Fälle schon gesehen, auch kurz nach vorne bitten. Das ist zum einen Petra Marder, Martina Rauch und Michael Furtwängler. Martina Rauch ist, glaube ich, nicht da. Herr Rauch, dann kommen Sie ganz kurz. Sie dürfen für Ihre Frau dann was mitnehmen. Ja, ich denke, bekannt sind Sie. Sie dürfen ganz kurz nach oben kommen. Die Gesichter, auch wenn Sie jetzt durch den vorgeschriebenen Mundschutz verdeckt sind, aber der Herr Rauch ist ja auch als Lektor bei uns in der Gemeinde. Herr Furtwängler ist Frau Marder im Gemeindeteam, also Sie sind, denke ich, alle bekannt und ich möchte einfach nur Ihnen auch ein ganz kleines Danke sagen. Danke, dass Sie bereit waren, Ihre Frau, Sie sind ja schon im Pfarrgemeinderat, jetzt komme ich durcheinander, dass Sie bereit waren, sich aufstellen zu lassen und jetzt einfach auch mitzuwirken in diesen 5 Jahren, die jetzt vor uns stehen, wo einiges Aufregendes auf uns zukommen wird.
Herr Rauch, ich darf Sie bitten, den Dank an Ihre Frau weiterzugeben. Es ist wirklich nur ein kleines Zeichen, etwas Süßes. Es möge die Zeit, das lag zwar keine 5 Jahre, aber es möge trotzdem für den Anfang ein kleiner Start sein. Und herzlichen Dank und auch für Sie ein herzliches Willkommen im neuen Team, im neuen Kirchengemeinderat. Möchte ich noch eine weitere Neuerung kurz ankündigen. Sie haben es vielleicht draußen auch schon gesehen. Die Stellwand, die sonst im Vorraum steht, steht jetzt draußen im Freien. Dort können Sie nämlich was in Augenschein nehmen. Denn ab morgen wird vor unserer Kirche eine Baustelle sein, weil der Kirchenvorplatz neu gestaltet wird. Gott sei Dank, endlich. Letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, mussten wir eine Notsanierung machen, weil die Stolperfallen immer schlimmer geworden sind. Und jetzt wird der Platz komplett neu gerichtet, damit sämtliche Stolperfallen behoben sind und er auch etwas freundlicher und lichter wird, als das bisher ist. Dazu werden morgen, nur dass Sie sich nicht wundern, die 2 Bäume vor der Kirche gefällt werden. Keine Angst, es wird auch was Neues gepflanzt. Aber diese 2 Bäume haben ja den ganzen Platz jetzt eben aufgeworfen und eben das Wurzelwerk, den Asphalt immer gehoben. Deswegen müssen die auch weg. Und ansonsten wird er etwas höher gelegt. Die Eingangsstufe wird wegfallen, sodass wir dann auch komplett barrierefrei dann für den Eingang sind. Sie können es draußen auf dem Plan sich ein bisschen anschauen, wie das dann aussehen soll. Ich bitte um Verständnis, dass in dieser Zeit, wir hoffen, dass es bis Weihnachten dann auch klappt, dass es dann fertig ist, dass in dieser Zeit unter der Woche der Haupteingang verschlossen bleibt. Dann bitte ich Sie, die Seiteneingänge oder wahrscheinlich den südlichen Seiteneingang zu verwenden, um in die Kirche zu kommen. Am Wochenende wird dann immer vom Unternehmen, vom Bauunternehmen, ein Notweg gerichtet, dass also auch der hinterer Eingang dann genutzt werden kann. Wir brauchen ihn ja ganz besonders jetzt in dieser Corona-Zeit. Aber unter der Woche, wie gesagt, bitte den Seiteneingang verwenden. Ja, das ist also die Ankündigung für den neuen Vorplatz, der jetzt gemacht wird. Und dann noch Folgendes, dass Sie haben das sicher auch in der Zeitung schon mitbekommen. Normalerweise wäre der Volkstrauertag ja am kommenden Wochenende, der wird aus besagten Gründen mit Corona, entfällt er in dieser Form wie sonst in diesem Jahr. Wir hoffen, dass wir dann nächstes Jahr dann dieses Gedenken dann auch wieder halten können. Trotzdem wird die Stadt in Stille einen Kranz zu Ehren der Gefallenen am Ehrenmal draußen dann ablegen. So, nun ist es noch Zeit, Danke zu sagen allen, die jetzt mitgeholfen und mitgewirkt haben. Ich möchte danken all denen, die vorbereitet haben mit dem Blumenschmuck, mit dem Herrichten der Kirche, mit unserer Mesmerin Frau Hugel, die da von dem Blumenschmuck erzählt, Frau Redmann als Mesmerin und Kantorin, euch Minis, Diakon, Lektor, Kantorin und dann ganz herzlichen Dank unseren heutigen Musikern. Es war wunderschön. Die Solomesse. Die Solomesse und was mich, das verrate ich jetzt was ganz Persönliches, ganz besonders gefreut hat, auch das Trompetenspiel, vor allen Dingen der Einzug, denn den habe ich seit 18 Jahren nicht mehr gehört. Das wurde damals bei meiner Priesterweihe zum Einzug gespielt. Und ich bin unheimlich happy gewesen, das heute mal wieder zu hören. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und danken möchte ich auch an dieser Stelle einmal ganz besonders unseren Ordnern, die in dieser Corona-Zeit immer diesen, ja, ich möchte fast sagen, undankbaren Job übernehmen, eben dafür, für die Ordnung zu sorgen, die Leute jetzt auch darum zu bitten, die Daten abzugeben. Das sind einfach Bedingungen, an die müssen wir uns halten.
Da bitte ich Sie auch weiterhin einfach um Mitarbeit und Geduld und Verständnis, aber unseren Ordnern, die da immer bereit sind, da zu sein und auch mit Geduld dann darauf hinzuweisen, was jetzt einfach sein muss. Auch denen gehört mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön gesagt. Jetzt hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Eines noch, das habe ich aber aufgeschrieben. Ich lade natürlich ganz herzlich ein, würde ich mich freuen, wenn viele kommen würden. Heute am frühen Abend um 18 Uhr wollen wir hier eine feierliche Vesper zu Ehren des heiligen Martin gestalten. Ganz herzliche Einladung dann zu diesem Vesper-Gottesdienst hier in unserer Kirche. Wir nun in das Schlussdanklied einstimmen. Das heißt, es wird uns vorgesungen und wir dürfen innerlich mit jubilieren. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.